Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Nerd von Medizin. Neben mir sitzt wieder Chris Engelen. Hallo, servus. Chris, cool, schön wieder du, da zu sein. Ja, super, dass du da bist. Wir hatten ja mega gutes Feedback zu deinen Videos, zur Analgosedierung und auch zu den Fällen. Das hat den Leuten sehr gut gefallen. Ja, cool, und mich sehr gefreut. Und du hast auch richtig viele Fragen beantwortet. Ja, tatsächlich. Also immer weiter schicken, der Chris freut sich. Und gute Fragen dabei, echt auch interessant und für mich selber wieder ein bisschen was zum Nachlesen und zu gucken. Gerne weiter davon, ja, mehr davon. Super. Und weil das auch an einiger Stellen gewünscht worden ist, haben wir uns gedacht, wir kümmern uns um ein Thema, wo der Chris logischerweise als Anästhesist und Notfallmediziner ein Experte ist, nämlich den schwierigen Atemweg. Mhm. Und zwar haben wir uns gedacht, wir machen das jetzt auch so ein bisschen fallbasiert und wir sprechen jetzt einfach mal drüber, was so richtig miese Szenarien sind. Also wo auch ein erfahrener Intubateur wie der Chris sich denkt, das könnte jetzt eng werden. Chris, sag mal, also bei welchen Patienten denkst du so dran, das könnte jetzt schwierig werden? Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es schon so, dass man bei so Fragen immer als erstes denkt an Polytrauma, Mittelgesichtsfrakturen, alles ganz schlimm, Erbrechen und Blutungen und so weiter. Mhm. Aus der Erfahrung kommt es natürlich vor, ist aber gar nicht so häufig, zum Glück. Was viel häufiger vorkommt, sind einfach, naja, so, sag ich mal, Physiognomie-Probleme, die einen dann doch da vor Herausforderungen stellen, die man vielleicht vorher gar nicht so erwartet hat. Mhm. Deshalb einfach so ein paar Sachen, die man, denke ich, wenn man so einen Patienten hat, den man einleiten will, schrägstrich muss, wo man einfach nochmal sich genau darüber Gedanken macht, ob das Probleme machen könnte und ob man da halt irgendwas vorher tun kann, um sich's einfach, ja, um sich die Lage zu vereinfachen. Sozusagen proper preparation. Prevents poor performance. Ja, genau. Aber das heißt, du meinst jetzt Leute, denen man schon ansieht, dass der Atemweg schwierig sein könnte. Genau. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann weiß man oder liest in Büchern, wie es ist. Irgendwann sieht man das natürlich auch. Das Gute ist, dass die schwierig aussehen, oft dann gar nicht so schwierig sind. Aber trotzdem ist es immer schön, einen Plan B zu haben. Ja. Also man denkt natürlich logischerweise an den übergewichtigen Patienten, der keinen Hals hat, der ein fliehendes Kinn hat oder gar kein Kinn hat. Die machen sich ja Probleme. Ich finde, was häufig Probleme macht, ist eine kleine Mundöffnung. Also Patienten, die ihren Mund nicht weit aufkriegen oder der Mund sowieso eher eine kleine Öffnung hat. Mhm. Da hat man einfach Probleme mit Laryngoskop und einem Tubus sogar noch was zu sehen. Also das ist eher schwierig zu gucken. Natürlich Patienten, die Unterkieferfrakturen haben, die Schmerzen haben, wobei die dann in Narkose dann auch den Mund gut aufkriegen. Das ist dann eigentlich in Ordnung. Also das sind die Leute, die jetzt nicht, wenn du sagst, machen es mal den Mund auf, den weit aufkriegen können, genau, weil es ihnen weh tut. Genau. Aber wenn die da platt sind, dann ist das nicht dann so ist schlimm. Es ruhig, dann muss man ziehen, dann kriegt man schon weit aufgezogen. Okay. Aber ich denke, es lohnt sich immer, einen Patienten, wenn es denn noch geht, kurz einfach zu bitten, den Mund weit zu öffnen, die Zunge rauszustrecken, um eben diesen Malamparti-Score doch zu erheben und zu gucken, wie weit kann man hinten reingucken. Wenn man hinten viel sieht, wenn es passt, sind die Chancen doch relativ gut, dass man auch gut intubiert wird. Das ist auch klar. Genau. Okay. Du hast jetzt gerade gesagt, Übergewichtige, die vom Hals her, was ist jetzt zum Beispiel so mit Bart und so, das habe ich damals nochmal gelernt, oder die großen Schneidezähne? Große Schneidezähne sind sicherlich, Bart ist jetzt nicht unbedingt ein Problem an sich, eher dann zum Fixieren, ein bisschen blöd. Mhm. Schneidezähne sind, große Schneidezähne oder wackelige Zähne, schlechter Zahnstatus, sind natürlich ein Problem. Leben oder Zahn, wenn der Zahn dann verloren geht, dann ist es halt leider so. Sollte man ein bisschen darauf gucken. Da muss man wieder vorsichtig sein, dass man den Zahn dann nicht mit dem Tubus schön ein bisschen nachher vorschiebt. Das wäre auch nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Sieht man es dann am ersten Thorax genau, sieht man es dann am ersten Thorax Gebild. Okay. Muss auch nicht unbedingt sein. Aber genau, klar, das sind Sachen, auf die man einfach ein bisschen gucken muss. Okay. Oder gucken sollte. Ja, alles klar. Das heißt, du hast jetzt jemanden, der aussieht, als wäre ein schwieriger Atemweg. Und dazu muss man noch sagen, es gibt ja auch die jetzt von der reinen Physiognomie gar nicht so schwierig sind, aber die von der Gesamtsituation her schwierig sind. Das heißt, das sind Leute mit schweren Lungenerkrankungen, schweren Herzerkrankungen, Leute auch akut, zum Beispiel jemanden in einer Pneumonie, der dann sowohl respiratorischen Problem hat, hemodynamischen Problem hat, der eh schon schlechten Druck hat, ein septischer Patient und so weiter und so fort. Die Atemwegssicherung zwar jetzt von der Technik her gar nicht schwierig machen, aber die dir Zeit rauben, weil du einfach viel schneller intubieren musst, weil du die Hämodynamik besser kontrollieren musst, also quasi der
physiologisch schwierige Atemweg, quasi, wo dann die Hämodynamik nochmal ein Problem Es muss halt klar sein, ich kann mich sehr gut vorbereiten. Wenn ich Medikamente gespritzt habe, muss ich mir halt Zeit nehmen, dass die Medikamente wirken können. Und dafür brauche ich bei Succinylcholin und auch bei Rocuronium, was ich deutlich häufiger benutze, brauche ich 45 Sekunden, bis das Relaxanz richtig wirkt. Oder vielleicht, wenn ich noch ein Opiat dazu habe, vielleicht sogar noch länger, bis es richtig wirkt. Also ich muss diese Zeit einfach mit einplanen. Und gerade bei Patienten, die eine schlechte Lungenfunktion haben, die eine schlechte Herzfunktion haben, fallen die natürlich mit der Sättigung ab. Da hilft das ganze Präoxygenieren auch nicht viel, was nicht bedeutet, dass man es nicht machen soll. Trotzdem tun natürlich. Aber die Patienten werden mit der Sättigung fallen. Aber man sollte trotzdem sich diese 45, 30 bis 45 Sekunden Zeit nehmen, auch auf die Uhr gucken. Vergehen sind ja doch meistens länger, als man denkt, bevor man dann anfängt zu intubieren. Weil sonst kann schon passieren, dass die Intubation sehr schwierig ist. Und wenn dann jemand dazukommt, der es natürlich wahrscheinlich besser kann oder vermeintlich besser kann, der wird es immer einfacher haben, weil bis der dazukommt, wirken die Medikamente und dann passt auch. Ja. Das ist immer gut für die Oberärzte, dann haben Genau, die. immer gut. Da sehen Oberärzte und auch Fachärzte immer gut aus, weil die kommen dann, können es vermeintlich besser und haben es aber auch noch leichter. Also von dem her, das einfach mit Bedenken, auch in der Notfall, also auch in der Präklinik natürlich. Und eine zweite Sache ist, man neigt natürlich dazu, gerade bei Patienten, die vielleicht eine Herzerkrankung haben, die schon schlechten Druck haben, mit den Medikamenten sehr vorsichtig zu sein. Das heißt auch nicht ausreichend Medikamente zu nehmen, um zu sagen, naja, ich möchte halt gucken, dass der Druck nicht so abfällt und so weiter. Das ist nicht unbedingt die richtige Strategie, weil natürlich, wenn der Patient nicht tief genug analgesediert ist oder nicht relaxiert ist, einfach die Voraussetzungen für die Intubation deutlich schwerer sind. Also einfach daran denken, dass man genug Medikamente braucht oder dass man vielleicht auch irgendwas dazu kombinieren muss, dass die Analgesedierung einfach tief genug ist. Und dann lieber eher Katecholamine geben, als jetzt Genau. ganz Seichtes zu Genau. versuchen. Genau. Okay. Ob man die jetzt gleich vorher gibt als Spritzenpumpe, Noradrenalin, bevor man anfängt, ist sicherlich eine gute Möglichkeit. Oder sich wenigstens was aufzieht aus der Hand, dass man direkt was geben kann, wenn der Druck abfällt, der meistens abfällt. Das muss man sich halt entscheiden. Man muss es absprechen und muss es halt vorbereiten. Yes. Okay, ja. Was sind denn so deine Tipps zur Vorbereitung? Du hast es gesagt, Vorbereitung ist ganz wichtig, gerade bei diesen schwierigen Leuten. Jetzt weiß man es ja manchmal erst dann, wenn man das Laryngoskop in der Hand Und hält, reinschaut. und reinschaut. Vielleicht ist es doch nicht so schlimm, wie du gesagt hast, aber vielleicht ist es doch schlimm. Also was hilft dir vorher? Was sind so deine mentalen Punkte, wo du sagst, okay, aber jetzt müssen wir uns richtig vorbereiten? Ja, also meine Vorbereitung ist eigentlich immer gleich und es ist vollkommen egal, wie der Patient aussieht, weil man schon weiß, dass viele, die schwer zu intubieren sind, sehen auch so aus, aber es gibt halt immer die, die sehen überhaupt nicht so aus und sind auch schwer zu intubieren. Das heißt, es macht eigentlich gerade in der Notfallmedizin schon immer Sinn, sich gut vorzubereiten. Dazu gehört natürlich alles Material, was da sein muss, das ist klar. Wenn ich das Gefühl habe, der Patient könnte schwer zu intubieren sein, dann richte ich mir auch wenigstens in greifbarer Nähe ein Niedellaryngoskop. Einfach, dass man es relativ schnell greifbar hat, dass jetzt nicht einer aussteigen muss, noch zum NEF laufen muss, das Ding holen muss. Und was ich auch ganz gerne griffbereit haben möchte, ist eine Larynxmaske. Einfach Ja. als Backup. Das Irgendein ist so. supraglottischer Atemweg, den man Oder irgendein hat. anderer supraglottischer Ja. Atemweg. Ich denke, etabliert aktuell hat sich die Larynxmaske. Ja. Das ist das, was man sozusagen an Material vorbereitet. Patientenvorbereitung gibt es vor allem zwei Dinge. Das eine ist die Lagerung. Da ist ganz wichtig, wird immer unterschätzt, die verbesserte Jackson-Position. Das bedeutet einfach, den Kopf nach oben lagern, ja, Kissen unterlagern, das Lagerungskissen von der Rettertrage einmal umdrehen, dass der Kopf ein bisschen höher liegt oder vielleicht noch ein Tuch unterlegen oder irgendwas. Das macht sicherlich Sinn. Diese iatrosternal notch quasi ist ja der Ja, englische Begriff, ne? Das Ohr genau. auf Höhe des Jugulums Genau, quasi, Ohrläppchen auf Höhe des Jugulums dass und man das ist diese diese. sogenannte verbesserte Jackson-Position, dass man reinguckt. Dazu anzumerken, bei Kindern gilt das nicht. Bei Kindern Lagerung immer die Schulterrolle. Also einmal Handtuch rollen und die Schultern legen, dass die Schultern oben liegen. Das verbessert vor allem die Beatmung, vereinfacht die Beatmung und auch die Intubation. Okay. Ja, also bei Erwachsenen verbesserte Jackson-Position, bei Kindern Schulterrolle. Adipöse Patienten, also sehr dicke Patienten, die profitieren von der Ramped Position. Das heißt, dass der komplette Oberkörper sozusagen wie mit so einem Dreieckskeil nach oben gelagert wird.
muss man sich einmal als Bild angucken, einfach einmal Rand Position googeln. Das verlinken wir in unseren genau. Shownotes. Und dann, wenn man das einmal gesehen hat, ist es vollkommen klar. Da kann es auch gut sein, dass man 10, 15 Handtücher braucht, bevor der Patient nach oben liegt. Aber auch das verbessert erstens die Präoxygenierung, also auch die Atmung ist vereinfacht, aber auch die Intubation. Das macht Sinn. Genau. Und der zweite Punkt ist neben der Lagerung definitiv das Präoxygenieren. Ja? Und das macht auch Sinn, wenn man sich entscheidet, den Patienten zu intubieren, gerade in der Notfallmedizin, damit als erstes anzufangen. Bis die Beatmung, die Intubation gerichtet ist, dauert es immer ein paar Minuten, bei manchen länger, bei manchen weniger lang. Aber wenn man diese Minuten nutzt und den Patienten schon richtig präoxygeniert, dann hat man schon sehr viel gewonnen. Auch bei Patienten, die vielleicht durch eine schwere Lungenerkrankung gar nicht mehr so viel Sauerstoff aufnehmen, aber wenn es nur ein paar Sekunden sind und es reicht, um diese 45 Sekunden zu überbrücken, hat man schon sehr viel gewonnen. Mhm. Kann den Patienten dann auch intubieren. Genau. Und richtige Präoxygenierung ist also nicht irgendwie ein bisschen Sauerstoff vor der Nasenbrille lassen, oder mit der Nasenbrille. Selbst mit der Sauerstoffbrille ist es nicht richtig. Eigentlich heißt richtige Präoxygenierung Ambubeutel mit Reservoir, Maske dicht aufs Gesicht, auf Mund und Nase gesetzt und den Patienten, naja, 8 bis 15 Mal richtig schön tief einatmen lassen. Mhm. Mit hohem Fluss, ne? Den er dann dort hat. Ja. Genau. NIF-Beatmung kann man auch nutzen als Präoxygenierung, so Geschichten. Da muss man halt gucken, wie schlecht das ist. Das wollte ich dich gerade fragen. Ich finde das nämlich gerade in zum Beispiel bei jetzt zum Pneumonie, der gerade total dekompensiert, wo man aber jetzt von der Vigilanz her eigentlich noch Zeit hat, so eine NIF zur Präoxygenierung echt super spannend. Super, vor allem, wenn sie schon dran ist. Wenn ich die NIF dran habe und sage, pass auf, ich muss doch intubieren, es geht nicht, logischerweise dran lassen. Mhm. Ja, einfach dann laufen und dann lassen. Haben wir das, oder eben mit den neuen Masken kriegt man die ja doch relativ schnell angezogen. Dann muss man ja auch nicht so einen großen Druck benutzen, dass der Patient nicht ganz so agitiert ist unter der Beatmung oder der Maske. Kann man das auf jeden Fall nutzen. 100% präoxygenieren, ein paar Minuten. Das gibt vielleicht am Ende die entscheidenden Sekunden. Mhm. Okay, Chris, das waren jetzt schon mal ein paar echt ganz, ganz wichtige Tipps. Und nochmal das Ganze so ein bisschen abzurunden.